Pascal, der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Es könnte sein, dass der Mittwoch der vergangenen Woche, der Tag mit dem schönen Datum 12. September 12, rückblickend einer ist, den wir uns rot im Kalender anstreichen. Es könnte nämlich, Betonung liegt auf könnte sein, dass von diesem Tag an wir zum ersten Mal seit 2 Jahren für längere Zeit das Gefühl haben, dass die Euro-Krise vielleicht doch lösbar, vielleicht doch überwindbar ist. An diesem Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht grünes Licht für den europäischen Rettungsschirm gegeben und damit indirekt auch grünes Licht für die Pläne der Europäischen Zentralbank zur Euro-Rettung. An den Finanzmärkten jedenfalls herrscht Ruhe. Und rein zufällig ist am gleichen Tag auch etwas passiert, an diesem 12. September 12, was möglicherweise nur eine Fußnote der Geschichte ist, aber vielleicht auch so etwas wie einen kleinen Stimmungswendepunkt markiert. Die Niederländer haben ein neues Parlament gewählt. Das tun sie häufiger. Pardon, aber sie haben zum ersten Mal seit 10 Jahren den Populisten, den Antieuropäern, doch eine deutliche Absage erteilt. Eine Woche mit Hoffnungszeichen oder ist das alles zu schön, um wahr zu sein? So unser Presseclub-Thema heute. Urteil gesprochen, Geldhahn geöffnet, wird jetzt in Europa wieder alles gut. Und der Presseclub heute wieder mit einer Prise internationaler Frühschoppen. Ich begrüße sehr herzlich aus Frankreich wieder bei uns Alfred Grosseer, Politologe und Publizist. Herzlich willkommen. Ich begrüße aus den Niederlanden Wilhelm Wansink, früher Fernsehkorrespondent der NOS in Deutschland, Zeitungsredakteur und heute ist er freier Publizist und Historiker. Willkommen. Ich begrüße wieder Thomas Schmid, Herausgeber von Welt und Welt am Sonntag. Und Ulrike Herrmann ist bei uns Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz. Frau Herrmann, diese Hoffnungsstimmung, die ich gerade initiiert habe, begründet oder eher eine Illusion? Also ich finde, sie ist begründet, weil natürlich mit dem Urteil aus Karlsruhe geht eine Epoche zu Ende. Ganz Europa hat ja geguckt, was macht das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat nichts gebremst und hat damit ermöglicht, dass es die eigentliche Botschaft, dass Deutschland für die anderen, Länder haftet. Und das ist sehr wichtig, dass sozusagen dieser Haftungsgedanke ermöglicht wurde. Denn nur mit einer gemeinsamen Haftung kann man auch eine gemeinsame Währung haben. Anders gesagt, wenn das Bundesverfassungsgericht sozusagen den Rettungsschirm abgelehnt hätte, dann wäre der Euro in dem Moment zusammengebrochen. Und man kann natürlich sagen, genau deswegen, weil das Bundesverfassungsgericht wusste, dass wenn es irgendwie eingreift, der Euro zu Ende ist, waren sie natürlich auch unter einem enormen Druck zuzustimmen. Aber jetzt ist erstmal gut. Ja, nochmal zur Stimmung des Tages, Herr Schmid. Mhm. Was glauben Sie, wird dieser Mittwoch rückwirkend bedeutet haben? Naja, es war schon so, dass Frau Herrmann hat das ja gesagt, dass ein unglaublicher Druck auf dem Bundesverfassungsgericht lag. Es war klar, sie konnten den Rettungsschirm nicht ablehnen. Sie haben ihn ja konditioniert. Das war ungeheuer wichtig gewesen. Das ist ja auch eine Stimme an all jene, nicht nur in Deutschland, die sagen, Moment mal, diese Europäische Union oder diese Währungsunion könnte auch eine bodenlose Transferunion werden, könnte es werden. Da müssen Sicherungen eingezogen werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht sehr klar und deutlich angemahnt. Es hat gewissermaßen die Probleme auf eine nächst höhere Ebene geschoben. Jetzt muss, und wir wissen ja die Details ja noch nicht, jetzt muss herausgefunden werden, wie wird es möglich sein, dass Transfer stattfindet. Niemand bestreitet ja, dass den anderen Ländern geholfen werden muss, wenn sie in der Krise sind. Aber dass das auch dann zur Folge hat, dass diese Länder Reformmaßnahmen, die notwendig sind, ergreifen. Dass das wirklich Hand in Hand geht, das ist nicht selbstverständlich. Und dieses Problem ist noch nicht gelöst. Herr Grosseer, wie ist Ihre Einschätzung? Ist jetzt der Sturm vorbei oder ist es einfach nur Ruhe mitten im Sturm, die wir jetzt gerade empfinden? Der eigentliche Sturm ist kein Währungssturm, es ist ein gesellschaftlicher Sturm. In Frankreich, wie in Spanien, wie in Portugal, wie in Griechenland. Man kann nicht ununterbrochen Opfer verlangen. Und was mich dabei stört, ist, dass man nie sagt, wer dafür eigentlich verantwortlich ist. Und verantwortlich ist Amerika. Nur Amerika. Alan Greenspan hat jahrelang gesagt, das Geld soll fließen. 2007, 7 Millionen Leute werden aus ihren Wohnungen rausgeworfen. Dann kommt der neue Finanzminister. Er ist von Goldman Sachs. Er lässt eine Bank untergehen, die die Krise in ganz der Welt gemacht hat, Lehman. Und dann rettet er eine andere, weil Goldman Sachs darin Interessen hat.
Wir haben die Konsequenzen sind, dass wir nicht die Möglichkeit haben, eine Sozialpolitik zu machen, die die Menschen erwarten. Das in Frankreich genauso war wie bei Ihnen und so weiter. Und in Griechenland, Portugal. Man kann nicht nur erwarten, dass gespart wird, dass Leute aus dem Haus geworfen werden, dass es Arbeitslosigkeit gibt. Und meine Angst ist, dass ich möchte nicht Hollande sein, ich möchte auch nicht Frau Merkel sein. Ich sehe keine gute Lösung, dass man wieder zurückkommen kann zu etwas, was eine Sozialinvestition ist, eine gesellschaftliche Investition, um Millionen von Menschen vor Verzweiflung zu retten. Herr Wansink, ein besonderer Tag dieser Mittwoch oder ganz normaler Euro- und Wahltag? Nein, es war ein sehr besonderer Tag. Vielleicht aus niederländischer Sicht weniger, weil die Richter in Karlsruhe diesen Spruch ausgesprochen haben. Aber weil wir diese Wahl hatten und die Wahl in den Niederlanden hat dazu geführt, dass der Eindruck jedenfalls in Europa entstanden ist, die Niederländer wären wieder pro-europäisch orientiert. Die Frage ist, ob das der Fall ist und zweitens, ob auch die Mitte in der politischen Gesellschaft sich wieder zusammengerafft hat. Denn die echten Parteien in der Mitte sind ja geschrumpft und die großen Parteien, die jetzt gewonnen haben, die konservativ-liberalen und die Sozialdemokraten, die früher ja alle lange an der Regierung mitbeteiligt waren, die haben von zwei Seiten gewonnen. Von der Mitte haben sie Wähler zu sich geholt und von den Flanken. Also in dem Sinne, die radikalen Parteien sind geschrumpft und die Mitte ist geschrumpft. Das will aber nicht heißen, dass jetzt alle Holländer plötzlich und auch nicht der liberal-konservative Ministerpräsident Rutte sich hundertprozentig zu Europa bekennen. Ja, aber das tut das Bundesverfassungsgericht ja auch nicht. Wenn Sie den Text lesen, das sind 45 eng gedruckte Seiten, Sie hätten ganz anders entscheiden können. Es ist ungefähr, wir demonstrieren dies, wir demonstrieren das Gegenteil, nun entscheiden wir so. Gut, unter dem Druck. Aber für Europa ist das Verfassungsgericht nie gewesen. Im Lissabon-Urteil steht das Wort Euro gar nicht drin. Und wenn es heißt Souveränität, das Wort Souveränität steht in den europäischen Verträgen kaum drin. Das Bundesverfassungsgericht glaubt noch, dass mit dem 2+4-Vertrag Deutschland souverän geworden ist. Es ist souverän geworden seit 1945 zum ersten Mal, aber nicht mehr als andere europäische Länder. Und wie kann man weiter eine gemeinsame Währung haben, wenn es nicht ein Minimum von gemeinsamer Haushaltspolitik gibt? Und das wird von Deutschland sehr energisch abgelehnt in Wirklichkeit. Man sagt, wir sind für europäische neue Institutionen, neue Verbindungen. Bankaufsicht, ach wie furchtbar. Die Zentral, Europäische Zentral will Bankaufsicht machen über deutsche Banken? Kommt nicht in Frage. Wir haben in dieser ersten Runde schon gemerkt, was alles auf dem Tisch liegt. Das fängt an von der Bewertung dieses Urteils. Das geht über die Frage, welche währungspolitischen, welche politischen Maßnahmen nötig sind. Und es hat mit der Stimmung in all den Ländern zu tun, die am Ende, ja, es sind ja alle Länder, die am Ende wichtig sind, wenn man sich in Europa verändern will. Herr Schmidt, ich will noch mal auf diesen Mittwoch blicken. Sie haben das eben gesagt, das Bundesverfassungsgericht habe eigentlich keine andere Wahl gehabt. Ist das Ihre Überzeugung? Ist dieses Gericht viel unfreier, als es scheint? Nein, natürlich ist das Gericht frei. Aber es war doch auch klar, was, Frau Herrmann hat das ja eben gesagt, was zur Debatte gestanden hätte oder was das Risiko gewesen wäre, wenn das Bundesverfassungsgericht dem europäischen Rettungsschirm einen Riegel vorgeschoben hätte. Das ist ganz klar. Und insofern war da eine gewisse Dramatik drin. Nur trotzdem würde ich gerne, wenn wir die Publizistik angucken, auf die Tage hin, auf den Mittwoch hin, da war eine unglaubliche Aufregung. Kippt jetzt Europa, kippt der Euro, ist es am Ende? Frau Merkel hat es ja auch immer unterstützt mit dem Satz, stürzt der Euro, stürzt Europa, fällt der Euro, fällt Europa. Ich glaube, das kann man, glaube ich, sehr viel entspannter sehen. Im Rückblick ist erkennbar, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu erwarten gewesen war. Wir sehen diese äußerst positive Entscheidung der niederländischen Wähler, die ein klares, in einer schwierigen Situation, ein klares pro-europäisches Votum in der Wahl abgegeben haben. Und das ist ja nicht das Einzige. Schauen Sie an, vor einiger Zeit ein Land, was zwar nicht in der Währungsunion ist, aber für Europa von ganz zentraler Bedeutung ist. Polen. Ministerpräsident Tusk gewinnt eine Wahl mit einem ausdrücklich europafreundlichen Wahlkampf. Und wenn Sie sich die Öffentlichkeiten der europäischen Länder einmal angucken, ich nehme nur eins, weil ich es ein bisschen besser kenne, Italien. Zwar, was die
politische Öffentlichkeit oder die politische Klasse, wenn ich es mal so nennen will, angeht, da knirscht es schon. Da gibt es sehr klare antideutsche Töne. Und da kommst du mal vor, dass Frau Merkel, ich weiß nicht, wie eine Nazi-Domtöse abgebildet wird. Das kommt schon vor. Aber in der Tat bei der Bevölkerung gibt es überhaupt kein antideutsches Gefühl. Alle wissen, was zur Debatte steht, was das Risiko ist. Und ich finde, dass gemessen daran, wie problematisch die Situation ist, es eigentlich ein sehr friedliches und positives und optimistisches Europa gibt. Ja, also deswegen kann ich auch nicht ganz verstehen, was zum Beispiel in der Süddeutschen jetzt los ist. Einerseits ist man für das parlamentarische Regime, ich hoffe, Sie werden das beibehalten. Andererseits ist man für Volksbefragung, was eine ganz andere Form der Demokratie ist. Und welche Fragen würden Sie heute über Europa stellen, wenn es zu einer Abstimmung käme? Die Frage kann gar nicht formuliert werden, denn die Antwort wird durch die Frage schon gegeben. Bevor wir nach vorne gucken, ich will noch mal Frau Herrmann und die beiden Herren aus den Niederlanden und aus Frankreich zugespitzt fragen, was ist das für eine Situation, in der ein deutsches Gericht überprüft, was 17 Staats- und Regierungschefs miteinander beraten und 17 Parlamente bereits beschlossen haben? Ja, also wenn man das sozusagen abstrakt betrachten würde, dann muss man sagen, das ist skurril. Denn Deutschland ist das einzige Euroland, das so ein starkes Verfassungsgericht hat, das auch politische Entscheidungen trifft. So, das ist einzigartig, haben die Franzosen nicht, haben die Niederländer nicht. Die gucken alle nach Deutschland und denken, was ist denn da los? So, und das hat natürlich historische Gründe. Wir alle wissen, warum wir dieses Verfassungsgericht haben. Das ist natürlich eine Reaktion auf den Nationalsozialismus. Und es ist sozusagen ganz Europa und muss sozusagen mit der Tatsache leben, dass die Deutschen das Gefühl hatten und eigentlich auch immer noch haben, dass sie diese Zusatzsicherung brauchen. Aber genau diese Situation führt natürlich dazu, dass das Verfassungsgericht unter einem enormen Druck steht, dass man, man könnte sagen, da gibt es auch, wie Sie das ja auch implizit sagen, ein Demokratieproblem. Nicht? Also 17 Staaten sind für etwas, das sind alles gewählte Regierungen. Und zwei Drittel des deutschen Parlaments. Ja, genau. Und in Deutschland genau das Gleiche. Bundesrat und Bundestag haben mit mehr als zwei Dritteln zugestimmt. Das heißt, da sitzen 8 Richter und haben gegen sich, wenn man das jetzt ganz Europa zusammenrechnet, Tausende von gewählten Abgeordneten und gewählten Ministern. Und dann ist es praktisch unmöglich, dass so ein Gericht sagt, wisst ihr was, ihr seid alle gewählt, ihr habt trotzdem Unrecht, wir sagen jetzt, der Rettungsschirm geht nicht. Es ist undenkbar. Platzt Ihnen da nicht der Kragen, wenn Sie sich das angucken? Also, mir nicht. Das Interessante ist, in Holland wird auch darüber nachgedacht, weshalb wir so eine Institution nicht haben. Das heißt, Sie wollen jetzt auch einen Verfassungsgericht? Naja, die Frage ist eigentlich, ist es ein deutsches Europa oder ein europäisches Deutschland? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Mhm. Aber aus niederländischer Sicht ist es ja höchst interessant, dass es so eine Konstruktion gibt, wo letztendlich nicht die Politiker alles entscheiden, obwohl es gewählte Politiker sind, jedenfalls die in den Parlamenten. Aber ich möchte noch einen Punkt machen zu Holland, zum Ministerpräsidenten Rutte. Der ist ja konservativ-liberal, der Gewinner der Wahlen. Sein wichtigster Punkt ist, die Souveränität der Niederlande, die sind uns sehr, sehr wichtig. Die ist uns sehr, sehr wichtig. Die werden wir nicht einfach abgeben an Brüssel. Aber für ihn gilt der Markt und der Euro. Das sind die wichtigsten Sachen. Die Niederländer sind nicht gegen den Euro. Das war Geert Wilders. Das ist immer noch Geert Wilders, der Rechtsradikale, obwohl manche sagen Linksradikale. Geert Wilders. Seine Sozialpolitik ist ja linksorientiert. Also da muss man aufpassen. Es ist nicht so, dass die ganze Bevölkerung sagt, wir wollen den Euro nicht. Eine einfache Zahl, 20% des Bruttoinlandproduktes wird in Holland verdient über den Export. Und der größte Anteil dieses Exports ist der Export nach Deutschland. Also jeder niederländische Ministerpräsident wird sehr eng zusammenarbeiten mit der deutschen Kanzlerin oder dem deutschen Kanzler. Nochmal der Blick auf Karlsruhe, Herr Gosser, aus französischer Sicht. Platzt Ihnen der Kragen, den Franzosen? Ja, denn zuerst hat Karlsruhe völlig vergessen, was die Amerikaner self-restraint nennen. Diesmal hat es self-restraint gemacht. Eigene Zurückhaltung, Bescheidenheit. Sich zurückhaltung. Und das hat Karlsruhe in der Vergangenheit gemacht. Heute, seit Jahren, verkündet Karlsruhe, was das zukünftige Gesetz sein soll. Nehmen Sie das Wahlrecht zum Beispiel. Und diese Anmaßung, wir machen politische Entscheidungen, gesetzmäßige Entscheidungen für die Zukunft, das steht einem Verfassungsgericht nicht zu. Wie uns, das hat immer mehr Macht. Das ist gut und kann jetzt auch vergehende Gesetze annullieren. Das ist neu in Frankreich seit 2008. Aber ich glaube, Karlsruhe fürchtet
den europäischen Gerichten in Luxemburg und Straßburg gegenüber zu stehen, wie der Bundesbank, der Europäischen Bank. Das heißt, es gibt eine Bank, die über ihm steht. Es gibt ein Verfassungsgericht in Luxemburg, das über ihm steht. Angst davor, Prärogativen in Deutschland zu verlieren. Herr Schmidt, dann Herr Ranzig. Große Aufregung. Ich kann das ehrlich gesagt so nicht sehen. Das Bundesverfassungsgericht hat doch nicht sozusagen einen Gesetzesvorschlag gemacht, ein Gesetz diktiert, sondern es hat Leitplanken gesetzt. Es hat auf der einen Seite gesagt, wir sind für diesen europäischen Rettungsschirm. Der ist legitim, der ist gesetzmäßig. Und auf der anderen Seite müssen wir Vorkehrungen treffen, dass bestimmte Sorgen, die es, und das spricht nun mal für die Bundesrepublik Deutschland, die die Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben, auch berücksichtigt werden, und hat gewissermaßen den Ball jetzt zurückgegeben an die Bundesregierung. Sie muss diese Geschichte wasserfest machen. Ja, ich kann nicht verstehen, dass Sie dann sagen, dass das Bundesverfassungsgericht maßt sich was an. Es hat sehr klar gesagt, das Prozedere vorschlagen. Aber ich war 1954 gegen die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Warum? Weil ich nicht verstehen konnte, was eine gemeinsame Armee sein konnte, ohne eine politische Behörde, die diese Armee befehligt. Beim Euro kann ich immer noch nicht verstehen, wie es heißt, wir müssen unsere nationale Souveränität beim Haushalt bewahren, wenn ohne gemeinsame Haushaltsvorschläge der Euro nicht stabil werden kann. Sie haben eben, Herr Wansink, finde ich sehr zugespitzt, in einem Nebensatz einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Frage, haben wir ein deutsches Europa? Aus deutscher Sicht ist das sicherlich eine deutliche Absicht, also die Gestaltung Europas. Wir haben eine Kanzlerin, die Streitfigur in vielen anderen Ländern ist. Nicht in Frankreich. In vielen Ländern, ja, Südeuropas nicht, Streitfigur aber, ist. Ja, aber nicht in Frankreich. In Frankreich Vorbild im Wahlkampf, genau. Ja, steht sie neben Steffi Graf und Pina Baut an der Spitze der Vater deutschen Frauen. Also haben wir ein deutsches Europa? Aus niederländischer Sicht ist also die Zusammenarbeit mit Berlin sehr wichtig. Es ist ein großes Anliegen. Wir verdienen ja an diesem Export. Und die Holländer sind Pragmatiker. Das ist eigentlich das allerwichtigste Wort. Auch für den Ministerpräsidenten Rutte. Die Politik ist hundertprozentig pragmatisch. Auch wenn jetzt ein anderer Politiker Ministerpräsident werden würde. Man kann diese Lage nicht ändern. Man kann nicht ändern, dass Schiphol, der Flughafen, für den Transport sehr wichtig ist. Dass der Rotterdamer Hafen eigentlich ein deutscher Hafen ist. Hinterland ist Deutschland und weiter nach Italien. Das deutsche Europa ist ein nordeuropäisches Europa. Und dem stimmen die meisten Holländer zu. Die gehören ja zu dieser Kerntruppe. Und ob sich da viel ändern wird, weiß ich nicht. Die Niederländer waren lange ein Vorbild für viele Deutschen im positiven Sinne. In den vergangenen 10 Jahren waren wir in den Niederlanden vielleicht ein negatives Vorbild, weil wir ja vorgelebt haben, wie große Parteien zersplittern. Und was dann hochkommt. Vielleicht sind wir doch wieder vorbildlich, auch für die Deutschen, weil deshalb die Presse sagte, es war so positiv, das Resultat der Wahlen, weil wir jetzt wieder Richtung Mitte und Richtung Europa uns bewegen. Aber deutsches Europa, es ist ein nordeuropäisches Europa, würde ich sagen. Stabil, ein stabiles Europa. Wobei Frankreich glaubt, zu dem Norden zu gehören in diesem Sinne. Hoffen die Franzosen. Nein, ich habe es nicht gesagt, es ist so. Ich wollte sehr klar wissen, deutsches Europa, ja oder nein? Ich glaube, nein, es gibt kein deutsches Europa und es wird auch kein deutsches Europa geben. Die Geschichte, wenn Sie angucken, die ganze Kanzlerschaft von Helmut Kohl, war es immer der Versuch dieses Kanzlers, dieses extrem europafreundlichen Kanzlers, die Rolle Deutschlands in der Europäischen Union nicht auszureizen und sozusagen eher bescheiden aufzutreten, eher klein aufzutreten. Ich glaube nicht, dass die Bundeskanzlerin, dass Deutschland heute anders auftritt. Es ist nur so, Deutschland ist nun mal in diesem wiedervereinten Europa die größte Nation, die größte Wirtschaftskraft. Es gibt einen schönen Satz, den mal in Berlin der polnische Außenminister Sikorski gesagt hat. Aus einem Land, das unter Deutschland viel zu leiden hatte. Der sagt, ich fürchte nicht so sehr ein zu starkes, zu mächtiges Deutschland, sondern ein Deutschland, das seiner Größe und Bedeutung nicht gerecht wird und das auch nicht ummünzt in eine Form von Führungsrolle in der Europäischen Union. Das ist die Verantwortung. Ich glaube, das ist das Problem. Darauf muss Deutschland hinarbeiten, dass es auf eine nicht dominante Weise zugleich eine Führungsrolle in Europa einnimmt.
das ist historisch immer das Problem gewesen, wenn Deutschland als dieses große Land inmitten Europas nicht klar und deutlich sich artikuliert, dann ist das gefährlich. Nur, dass nicht klar gesagt wird hier, Wolfgang Schäuble, der einzige große deutsche Europäer, hat mal im Bundestag ganz klar gesagt, welche Katastrophe es für Deutschland wäre, wenn es kein Euro gäbe. Kein Export mehr und so weiter und so weiter. Die drei Sätze, die er gesagt hat, ich lese zwei deutsche Zeitungen, FAZ und Süddeutsche, in keinem der beiden war dieser Absatz drin. Was offenbar einmütig der Blick von außen ist, ist der Blick auf ein Land, das einfach durch seine Größe und durch seine Wirtschaftskraft auch eine besondere Verantwortung übernehmen muss. Also durchaus eine Führungsrolle. Sie haben es auch aus polnischer Sicht zitiert. Eine Initiativrolle auch. Eine Initiativrolle. Aus deutscher Sicht, Frau Herrmann, ich habe eben ja auch gefragt nach der Rolle der Institutionen. Wir haben ein Verfassungsgericht, das möglicherweise, wenn Herr Grossier recht hat, spürt, dass es seine Rolle nicht mehr auf alle Zeiten in wichtigen europäischen Fragen spielen wird. Wir haben eine Bundesbank, die längst gespürt hat, dass sie nicht mehr unsere Geldpolitik prägt. Beide Institutionen sind aus deutschem Gefühl heraus natürlich prägend für unser Land gewesen. Und ich glaube, viele Deutsche haben auch die Hoffnung, dass ein Europa Institutionen wie die Bundesbank und das Bundesverfassungsgericht hat. Was heißt das dann aus deutscher Sicht? Naja, was man ja sehen muss jetzt beim Beispiel der Bundesbank, ist ja interessant, dass Jens Weidmann da immer ganz allein gegen die EZB stimmt. Also da ist es ja zum Beispiel so, Sie haben gesagt, ja, die Niederländer, die fühlen sich eigentlich als so ein Teil von Nordeuropa. Aber im EZB-Rat, interessanterweise, stimmen die Niederländer jetzt ja immer mit Draghi. Der deutsche Chefvolkswirt Asmussen auch. Ne? Und der Chefvolkswirt Asmussen auch. Und Jens Weidmann von der Bundesbank sitzt da ganz alleine. Und auch die Österreicher und die Finnen, die ja auch tendenziell das gleiche Wirtschaftsmodell haben wie Deutschland, nämlich sehr exportorientiert, auch die stimmen immer mit Draghi. Dürfte er so sprechen, wie er spricht? Nein, ich würde sagen, dass das auf gar keinen Fall geht, dass die Bundesbank dann sozusagen dann Sonderkurs fährt und dann immer so tut, als würde sie sozusagen das Interesse der Allgemeinheit repräsentieren. Tut sie nicht. So, jetzt aber, worauf Sie ja zusteuern, ist ja eine wichtige Frage, nämlich wie kann man eigentlich den Bürgern der einzelnen Länder, ich glaube nicht, dass das nur ein Problem der Deutschen ist, sondern ganz bestimmt auch der Niederländer und auch der Franzosen, wir sind alle irgendwie ja getrennte Nationen, sprechen auch eine getrennte Sprache. Wie kann man dann den Leuten das Gefühl geben, dass sich Europa um sie kümmert, wenn da jetzt doch Souveränität in gewisser Weise abgegeben werden muss? Und da fände ich es wichtig, obwohl man das wahrscheinlich von Linken gar nicht erwartet, dass man die Bürger nicht überfordert. Und dass man ihnen klar macht, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass man so viel Souveränität gar nicht abgeben muss, damit der Euro funktioniert. Ich glaube, in Deutschland und auch in allen anderen Ländern tut sich jetzt so ein Gefühl auf, oh Gott, jetzt haben wir diese gemeinsame Währung und deswegen müssen wir auch so ein gemeinsames Land werden und jeder verliert die Kontrolle. Und ich glaube, es gehört nicht viel dazu, sondern nur eine gemeinsame Lohnpolitik und eine gemeinsame Steuerpolitik. Und das würde schon reichen. Also es geht eben nicht, dass die Iren dann einen Körperschaftssteuersatz von 12% haben und die anderen haben dann einen von 15% und der nächste hat einen von 20%. Das muss vereinheitlicht werden. Aber was beispielsweise die Leute mit ihren Steuereinnahmen machen, also ob die einen dann sagen, ja, wir stecken unser Geld in die Kindergärten und die anderen Länder sagen, nee, wir lieber in die Universität und so, das muss man nicht vereinheitlichen. Insofern wäre es eigentlich gar nicht schwierig, den Euro zu retten. Herr Schmidt, es geht ja um die Korsettstangen dieses Europa. Und weiß nicht, ob Sie mir zustimmen, dass aus deutscher Warte die beiden Korsettstangen Bundesbank und Bundesverfassungsgericht so ein bisschen einzuknicken drohen oder schon eingeknickt sind. Das ist ja dann die Frage nach neuen Korsettstangen. Das sind Sie nicht, zumindest noch nicht. Weil wir sind doch auf einem Prozess, in dem, und den muss man ganz, ganz nüchtern betrachten, wir sind auf einem Prozess, in dem wir eine Nation haben mit nationalen Institutionen. Sie haben zwei sehr wichtige genannt, das Bundesverfassungsgericht und die Deutsche Bundesbank. Und jetzt wird das Ganze schrittweise erweitert auf einen europäischen Horizont. Und die Institutionen müssen allmählich angepasst werden und auch verändert werden. Da wird sich natürlich dabei die Rolle des Bundesverfassungsgerichts ändern, wird sich auch die der Deutschen Bundesbank ändern, aber es sozusagen immer nur zu beschreiben unter dem Gesichtspunkt, um Gottes Willen, man zieht uns die Souveränität unter den Teppich der Souveränität weg, das ist, glaube ich, eine angstmachende Wendung, der ich nicht folgen würde. Ich sage aber andererseits auch, dass was
jetzt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf den Weg gekommen ist, birgt natürlich eine Reihe von Problemen. Nehmen Sie ein Beispiel, Bankenaufsicht. Nicht? Da hat es bisher immer gegolten, nur diejenigen werden unter Bankenaufsicht gestellt, die too big to fail sind, zu groß, um dass sie scheitern dürfen. So. Jetzt gibt es Tendenzen, ich sage es mal sehr neutral, dass man zum Beispiel auch die deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken auch, die ziemlich volle Kassen haben, weil sie gut gewirtschaftet haben, auch darunter zu stellen. Der Verband wehrt sich dagegen mit Argumenten, ich will da gar kein Urteil fällen, aber der wehrt sich mit Argumenten, die plausibel klingen auf den ersten Blick. Und dass die Gefahr besteht, in einem immer größer werdenden Mechanismus von Transfers, dass möglicherweise Geld von A nach B verschoben wird, ohne dass es die gewünschten Wirkungen zeitigt. Diese Sorge muss man doch nun wahrlich ernst nehmen. Also zwei Dinge. Erstens, es geht ja nicht um die Volksbanken, es geht zuerst einmal auch gegen die Verfolgung von Verbrechen. Die Deutsche Bank hat Verbrechen gemacht, indem sie mitgemogelt hat, über Milliarden, um den LIBOR, Referenzpunkt, zu fälschen. Die Deutsche Bank hat sich entschuldigt, aber es war ein Verbrechen, ein Finanzverbrechen großer Art auf der Weltweite. Das ist auch ein Ding der Bankaufsicht. Und dann finde ich Sie furchtbar optimistisch. Denn die Art, wie Sie sagen, eine Steuer gemeinsam, allein die Mehrwertsteuer würde schon Feuer anzünden in fast allen Staaten. Ja, aber gut. Frau Herrmann, Sie können gleich erwidern. Ich glaube, wir sind an einem interessanten Punkt. Also wir unterstellen jetzt einfach mal, dass die großen Flammen nicht mehr so hoch schlagen. Nicht? Also, dass wir im Moment in einer ruhigen Phase der Krise sind. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, ob es zurückkommt. Aber mindestens ist das ja eine Phase, in der man merkt, jetzt wird politisch nachgedacht. Herr Barroso hat angekündigt, dass die Europäische Kommission einen Plan für die Veränderung Europas vorlegen will. Und ich glaube, in vielen Parteien, nicht nur in Deutschland, wird auch darüber nachgedacht. Ist ja auch die Diskussion, die wir begonnen haben. Frau Herrmann sagt, wir brauchen eine gemeinsame Steuer- und Lohnpolitik. Das macht Sie etwas unruhig, weil Sie sagen, Herr Grossier, das klingt so einfach, aber wie will man das hinkriegen? Genau das ist aber die Frage. Ist es das, was wir brauchen? Ist es die Bankenaufsicht? Sind es Veränderungen der politischen Verfassung? Was sind die Dinge, die wir in den nächsten Jahren brauchen, Herr Wansing, aus Ihrer Sicht, um zu verhindern, dass eine neue Krise kommt, vorausgesetzt, man kann diese bewältigen? Der Punkt, den Herr Schmidt machte, das ist für die Holländer auch sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel ein sehr interessantes Rentensystem, wo wir neben der Staatsrente natürlich Betriebsrenten haben und uns privat absichern. In den Rentenkassen befinden sich zurzeit 800 Milliarden Euro in Holland. Das ist sehr viel Geld. 800 Milliarden. Das ist angelegt und es wird also auch weniger. Das heißt, wir müssen jetzt das Rentenalter anheben. Das ist eine heftige Diskussion. Aber Geld, das Begehrlichkeiten weckt. Begehrlichkeiten. Und was will Brüssel jetzt? Brüssel will, weil es in den anderen Ländern nicht so ein Rentensystem gibt mit so viel Geld, will, dass all die Länder, die ein schlechteres System haben, mehr Geld auf der hohen Kante haben, liegen haben, sodass die Fonds mehr abgesichert sind, wenn ich das so richtig übersetze. Da gibt es große Aufregung in Holland, weil man denkt, ja, das ist ja unser Geld und wir sind schon sehr vorsichtig. Weshalb müssen wir wegen Brüssel jetzt Geld eigentlich kaltstellen, mit dem wir nichts mehr machen dürfen? Das ist ein Vorbild. Bei den Banken gibt es solche Vorbilder natürlich auch. Brüssel mischt sich zu viel ein in Details und ist zu bürokratisch. Das ist die große Kritik Brüssel gegenüber. Und wenn das sich mal ändern würde und wenn da die nationalen Politiker und die europäischen Politiker mal sagen würden, wo bleibt denn die Bevölkerung? Versteht die das alles noch? Die Bevölkerung versteht es nicht. Wir als Experten verstehen auch vieles nicht sofort, müssen auch mit der Lupe nachschauen. Und selbst dann manchmal nicht, ja. Genau. Ja. Und das ist das berühmte Demokratiedefizit bei all diesen Sachen. Es ist so
komplex geworden. Und der Holländer denkt, meine Wohnung, meine Rente, meine Spareinlagen, sind die jetzt alle futsch in 10 Jahren oder in 2 Jahren? Ja, aber also da würde ich mal gerne was zum Demokratiedefizit sagen, weil das auch eine Sorge ist, die in Deutschland sehr groß ist. Also ich kann kein Demokratiedefizit in Europa erkennen. Man kann, sondern es ist ja so. Alles es gibt keine Demokratie. Doch, es gibt eine. Auf der EU. Doch, sie läuft nur anders, als Sie sich das jetzt, glaube ich, im Augenblick vorstellen. Also alle wichtigen Entscheidungen werden ja nicht von der Kommission getroffen, sondern von den Regierungen oder den Regierungschefs, dem sogenannten EU-Rat. So, und diese Regierungen sind gewählt. Und dann müssen sie das, was sie da beschlossen haben, wieder in ihre nationalen Parlamente tragen und da Mehrheiten organisieren. Das heißt, ich finde es ganz, ganz gefährlich, dass man immer so tut, als sei Europa irgendwie was Undemokratisches. Es ist eben organisiert als Staatenbund. Man kann natürlich sagen, ja, ich hätte gerne eine andere Form von Demokratie, nämlich mit einem europäischen Parlament, das dann eine europäische Regierung wählt. Ja, das wäre aber nicht mehr Demokratie, sondern eine andere Art von Demokratie. Und ich finde es wirklich sehr, sehr gefährlich, dass gerade auch die Medien immer den Eindruck erzeugen, als gäbe es da irgendwie ein ferner Moloch namens Brüssel, der sozusagen als quasi europäische Diktatur den armen Bürgern zu Hause irgendwas aufzwingt, was keiner haben will. So macht man Europa tot. Das geht aber auch für das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament ist eine Institution, das Macht hat. Es wird in Deutschland immer aberkannt. Ja, und ich nehme nur ein Beispiel, Norbert Lammert, ein hervorragender Verteidiger der deutschen Parlamente. Ja. Aber er hat noch nicht verstanden, was in Brüssel ist. Und was er sagt, stimmt einfach nicht, weil es nicht einen Proporz gibt nach der Bevölkerung. Bremen und Nordrhein-Westfalen im Bundesrat, was ist denn das? 2 amerikanische Senatoren für jedes State, was wie ein... Das geht auch nicht proportionell. Und die Legitimität des Europäischen Parlaments in Straßburg-Brüssel ist für mich total. Nur, dass diese Legitimität nie anerkannt wird und nie davon geredet wird. Herr Schmidt. Also untertreiben wir nicht. Es gibt natürlich Tendenzen in Brüssel, sich Kompetenzen an sich zu ziehen, die eigentlich dort nicht hingehören. Und das wunderbare Prinzip der Subsidiarität, alles soll dort gelöst werden, möglichst, wo die Probleme entstehen. Das ist ein Gedanke, der, glaube ich, manchen, der in Brüssel arbeitet, etwas fremd ist. Trotzdem finde ich es ein Zerrbild, wenn Sie sagen, es gibt das große, die Medien produzieren das Bild von dem undemokratischen Europa. Natürlich, Europa ist, die EU ist nicht undemokratisch, aber sie ist ein Haus, was irgendwie nicht zu Ende gebaut ist und was irgendwie ein bisschen schief ist. Da muss man nicht mehr diskutieren. Also wenn Sie gucken, wir haben den Euro und der Euro müsste ja als gemeinsame Währung sozusagen auch schrittweise neue politische Institutionen nach sich ziehen. Das passiert ad 1 zu langsam und ad 2 auf eine Weise, die nicht besonders sozusagen, wie soll ich sagen, attraktiv und die Menschen ansprechend ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. In einer heutigen Zeitung gibt Herr Barroso ein Interview und antwortet auf die Frage, die berechtigte Frage, Europa sei ja ein bisschen unpopulär, woher das komme. Und dann sagt er, das sei Quatsch, das sei eine Frage der politischen Führung. Dann könne man das schon lösen. Aber nehmen Sie doch mal allein, wenn Sie eine Umfrage machen würden in ganz Europa, wie viele Menschen kennen überhaupt Herrn Barroso? Wer weiß, was ECOFIN ist? Der Zusammenschluss der Finanzminister. Also das ist, und das müssen wir, meinetwegen die Medien, müssen sich aber auch die Politiker anziehen, dass es nicht gelungen ist, die Europäische Union in eine Sprache zu kleiden und in Institutionen zu kleiden, die jedem sofort einsichtig sind. Da muss noch wahnsinnig viel getan werden. Geht es da nicht Wenn Sie die Presse in Frankreich, in Deutschland lesen, oder über Europa, das Negative ist immer da, das Positive ist uninteressant. Haben wir nicht einen ähnlichen Mechanismus wie bei Bundesbank EZB, dass nämlich einfach die nationalen Regierungen kein Interesse daran haben, ihre Rolle klein zu spielen und dass man ja auch gerne nach Berlin zurückkommt und im Bundestag sagt, eigentlich müsst ihr zustimmen, ihr könnt gar nicht anders, weil wir da schon eine Verpflichtung eingegangen sind. Das glaube ich nicht. Es sind die nationalen Parlamente, die das wollen. Sind immer noch so wichtig. Die empfinden sich als viel demokratischer. Das ist halt der Grund. Das sind die nationalen Politiker. In Holland gibt es auch Renationalisierungstendenzen. Und Geert Wilders ist eins der Führer dieses Gedankenguts, die Sozialistische Partei ebenfalls. Es gibt einen jungen Juristen, promoviert, Historiker, der hat ein dickes Buch geschrieben. Nicht die Nationalstaaten wären schuld, die wären top. EU ist Imperialismus und führt zu Krieg.
Und dieses Gedankengut wird immer weiter verbreitet. Herr Schmidt, Sie wollen mir widersprechen, das dürfen Sie auch. Darf ich noch einen Gedanken vielleicht mit auf den Tisch legen, weil Herr Wansink mich drauf bringt? Ich hatte diese Woche mal so die Vorstellung, dass vielleicht die Nationalstaaten die Dinosaurier unserer Zeit sind. Also Dinosaurier haben 160 Millionen Jahre die Landmasse beherrscht und sind dann vor 60 Millionen Jahren ausgestorben. Man merkt das ja manchmal zu spät, dass einem so ein bisschen der Sauerstoff entzogen wird. Punkt. Zweifellos müsste man da vermutlich etwas tun. Und sozusagen die Perspektive jenseits des Nationalstaats viel entschlossener in Angriff nehmen. Nur im Moment ist es so, wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen in nationalstaatlichen Rahmen denken. Nehmen Sie allein die Öffentlichkeit. Es gibt nicht den Hauch einer europäischen Öffentlichkeit. Die italienische ist komplett anders als die deutsche und die wieder anders als die niederländische und die französische. Zu sagen, da wächst etwas Größeres automatisch heran, stimmt nicht. Der Schriftsteller Robert Menasser hat kürzlich in einem Vortrag gesagt, dass ein Europa der Nationen sei nicht mehr in der Lage, die Probleme der Zukunft zu lösen. Mag sein. Aber haben wir schon irgendeine tragfähige Idee, wie ein Europa jenseits der Nationen aussieht? Wie ist vorstellbar ein europäischer Souverän, ein europäisches Staatsvolk? Kann es das geben? Wie sieht dieser Bundesstaat aus? Wie ist das Verhältnis von Regionen, Staaten zum Gesamtgebilde der Europäischen Union? Alles noch ungelöste Fragen. Man muss sie angehen. Und ich glaube, um nochmal, wo ich widersprechen wollte, zurückzukommen, ich glaube überhaupt nicht, dass zumindest in Deutschland die Politiker im Grunde genommen fast aller Parteien meinen, man müsse nationalere Souveränität unbedingt behalten. Ich glaube, ein Herr Schäuble weiß doch längst, wie verflochten Europa ist und dass die Abgabe von Souveränität, Abgabe ist übrigens ein negativer Begriff, müsste nicht sein, dass die Abgabe von Souveränität ein unvermeidlicher Prozess ist. Was aber große Gefahr ist, dass die Schäubles, Frau Merkel und wie sie alle heißen, im Grunde genommen Europa für ein so kompliziertes Gebilde halten, dass sie nicht wirklich glauben, der Wähler, der Souverän könne das verstehen. Ja. Und gar nicht den Versuch machen, es zu erklären, das ist ein Fehler. Herr Grossier, weil wir gleich in die Schlussrunde gehen, ich will aus der letzten Runde noch mal Gedanken zusammenfassen. Ihre These, wenn ich sie richtig verstehe, Herr Schmidt, ist ja, wir haben noch keine europäische Öffentlichkeit. Vielleicht wird es die irgendwann geben, aber das ist ein langer Weg. Mhm. Und deswegen, so ähnlich hat es ja auch Frau Herrmann gesagt, muss man kurzfristig nur das unbedingt Nötige tun. Also jetzt in Europa große Schritte zu gehen, für die es zu früh ist, das wäre ein Fehler, dann würde man die Menschen nicht mitnehmen, sondern man muss nur die Schritte im Moment gehen, die aus technischen oder irgendwelchen Gründen nötig sind. Aber man muss im Angriff nehmen. Aber jedenfalls. Herr Grossier, jetzt kommt meine Frage. Der ehemalige Verfassungsrichter Kirchhoff vertritt in Aufsätzen im Moment die für mich interessante These, im Grunde gäbe es nur ein einziges Problem, nämlich das des Rechtsbruchs. Eigentlich hätten wir die Überschuldung und viele andere wirtschaftliche Probleme nicht, wenn Regierungen sich an Verträge gehalten hätten, die sie einst geschlossen haben. Also mit Kirchhoff habe ich schon gestritten. Mhm. Und ich habe in Karlsruhe gesprochen und gesagt, die Bundesrepublik ist ein Land des Rechtes und der Juristerei. Und ich glaube, Herr Kirchhoff, zum Beispiel im Lissabon-Urteil, er war ja der Chefredakteur des Lissabon-Urteils, ist es Juristerei. Und wenn Sie sagen, es müssen Schritte gemacht werden, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, um dann doch einmal zurückzukommen, sagt nicht, da ist eine Zukunft, sondern ich verstelle alle Möglichkeiten der Zukunft, was völlig anders ist. Und ich glaube, die Politiker, die Politik und die Medien in Frankreich, in Deutschland und woanders sollen auch sagen, warum es notwendig ist, dass es mehr Europa gibt, warum es so ist und nicht ständig sagen, das böse Brüssel. Und die Regierungen sagen, das Gute kommt von Paris oder von Berlin, das Schlechte aus Brüssel. Ja. Also ich glaube, dass das Problem bei Kirchhoff ist, dass er sozusagen denkt, dass die Verträge irgendetwas mit der Realität zu tun hätten. Denn es ist ja so, er geht davon aus, dass das die Eurokrise ein Problem der Staatsschulden sei. Denn in den Verträgen sind nur die Staatsschulden geregelt worden. Wenn man sich jetzt mal die Länder anguckt, die in Schwierigkeiten sitzen, zum Beispiel Irland oder Spanien, dann hatte Irland 2007, bevor die Krise losging, eine Staatsverschuldung von 25%. Spanien hatte vor der Krise eine Staatsverschuldung von 40%. Das heißt, Herr Kirchhoff hätte auf seine Verträge gucken können, solange, bis er blind wird, diese Länder haben die Verträge
eingehalten. Das Problem war ja, in der Realität haben sie sich nicht mit ihrem Staatshaushalt verschuldet, sondern auf der privaten Ebene mit den Banken und den Haushalten. Das war da aber nirgendwo geregelt. Noch schlimmer, die Aufsicht, die es gab, hat kollektiv versagt. Alle, und das werden ja die Deutschen sich noch erinnern, auch bei den Niederländern war es bestimmt so, die Iren wurden als ein magisches Wunder in Europa gelobt. Jeder sagte, die haben genau das richtige Wirtschaftssystem. So genau dieses angeblich richtige Wirtschaftssystem ist aber zum Kollateralschaden geworden. Da hätte Herr Kirchhoff eben, wie gesagt, noch lange Verträge basteln können. Die Realität hat sich wurde davon gar nicht erfasst. Ja, so viel zum Thema Recht und Juristen. Genau. Herr Wansink, an Sie zum Schluss die Frage mit der Bitte um eine knappe Antwort. Hier werden pragmatische Schritte gefordert. Mhm. In Ihrem Land, auch in Frankreich, ist einst die europäische Verfassung gescheitert. Damit begann die große Krise Europas. Werden wir in absehbarer Zeit eine neue Verfassung, einen neuen Anlauf in diesen Weg, einen neuen Anlauf in diese Richtung bekommen? Wir werden einen Anlauf bekommen, aber der muss nicht so schnell sich manifestieren. Also ich stimme voll überein mit Frau Herrmann. Übrigens, Niederländer sind sehr juristisch, ist ein altes kalvinistisches Volk, nicht nur pragmatisch. Wir sind auch Nettozahler in Europa. Das macht uns zu kritischen Folgern und zu kritischen Mitbürgern in Europa, würde ich sagen. Herr Wansink, herzlichen Dank. Also es bleibt eigentlich in dieser Zeit, in der wir jetzt alle nicht wissen, beginnt ein neuer politischer Sturm, diesmal um die Zukunft Europas, der Appell zur Ruhe, kleinen Schritten, Pragmatismus, das mit den kleinen Schritten kenne ich irgendwoher. Und den Versuch schon, visionär nach vorne zu gucken. Das ist wichtig. Ja. Ich bedanke mich, einen schönen Sonntag, lassen Sie es gut gehen. Wir sind zurück, Presseclub nachgefragt im Radio bei WDR 5, im Fernsehen bei Phoenix. Nochmal willkommen und damit der Weg für die Telefonleitung nicht so weit ist, starten wir in Köln. Jürgen Bongert ist am Telefon. Herr Bongert, guten Tag. Guten Tag. Sie sind dran. Vorab möchte ich bitte etwas sagen, was die Redaktion Ihrer Sendung angeht. Ich bin ein einfacher Bürger in Deutschland. Und mir stellt sich die Situation so dar, dass das Ergebnis, wenn wir jetzt ausdiskutieren, was wir erreicht haben, eine permanente Abfolge von gebrochenen Versprechen ist, was dem deutschen Volk gegeben worden ist, und von Vertragsbrüchen und von Rechtsbrüchen. Eine permanente Abfolge. Nichts ist eingehalten worden. Und ich bin der Meinung, dass man darüber diskutieren sollte. Ein Hinweis an die Redaktion. Das war aber nicht mein eigentliches Anliegen. Mein eigentliches Anliegen ist Folgendes, und die Frage richte ich an Frau Herrmann. Als man im Jahre 1959 oder ja, um die Ende der 50er Jahre, bekam man in Italien für 1000 Lire etwa 4,60 Mark. Als Italien den Euro bekam, bekam man für 1000 Lire rund nur noch 96 Pfennig. Die Wirtschaftlichkeit, die Italien hatte, beruhte auf der Fähigkeit abzuwerten. Ich frage Sie, frage Frau Herrmann, wie stellen Sie sich eigentlich vor, dass demnächst die Länder wie Spanien mit 55% Jugendarbeitslosigkeit oder Frankreich mit über 35% Jugendarbeitslosigkeit, wie sollen die wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen? Denn nur das ist entscheidend. Die Herr Bongert, klare Frage, die ist angekommen und Frau Herrmann gibt Ihnen die Antwort. Sie haben ganz recht. Dass der Kern der Eurokrise ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Darüber wird im Augenblick wenig gesprochen, weil man immer noch damit beschäftigt ist, sozusagen den Euro technisch zu retten. Aber die Frage ist ja, wer hat da welche Schuld? Denn Sie sagen ja, die Italiener wirtschaften schlecht. Man könnte aber auch sagen, dass die Deutschen seit 2000 den Fehler gemacht haben, dass sie innerhalb des Euros abgewertet haben, indem sie die Löhne nach unten gedrückt haben. Weil, wenn Sie Arbeitnehmer sind, dann werden Sie das kennen. Die Reallöhne in Deutschland sind seit 2000 nicht mehr gestiegen, obwohl die Wirtschaft gewachsen ist. Und, und damit ist Deutschland, das können Sie in allen Statistiken sehen, einzigartig. Das heißt, und da kommt genau das Problem zustande, das Sie auch schon angesprochen haben. Durch dieses Lohndumping in Deutschland ist jetzt am Ende sogar Frankreich nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber Deutschland. Und wenn man diese Politik fortsetzt, und Angela Merkel hat das vor,
dann werden wir innerhalb von 5 Jahren auch Frankreich aus dem Euro drängen. Das heißt, der Euro ist nicht gerettet. Aber deswegen, das habe ich ja vorhin angedeutet, bin ich so unbedingt dafür, dass man eine gemeinsame Lohnpolitik betreibt, damit dieser Wahnsinn, und der stammt aus Deutschland, nicht weiter fortgesetzt werden kann. Frau Herrmann, herzlichen Dank. Christine Staffler in München hat uns angerufen. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Staffler, Ihre Frage. Meine Frage, erstmal grüß Gott in die Runde. Und meine Frage wäre, warum Politik und Medien nicht die Verursacher der ganzen Krise beim Namen nennen. Es wäre doch eigentlich deren Pflicht, mit den Bürgern ehrlich zu sein. Wir sind nur noch die Geldlieferanten, nur in Anführungszeichen, der Regierung und büßen für die Fehler, die die Politiker, die sie bei der Gründung in der Eurozone gemacht haben, eigentlich das ganze Volk büßt dafür. Wenn Sie mir da aus der Runde eine Antwort geben, egal wer, das wäre lieb. Ja, danke schön, Frau Staffler. Herr Kossier. Ja, gerne. Die Schuld liegt nicht an Europäern, nicht an Euro. Es ist, wie ich vorhin gesagt habe, die Krise kam aus Amerika, die Finanzkrise kam aus Amerika, weltweite Finanzkatastrophen kamen aus Amerika. Und nun sind seit 2008 sämtliche Politiker in unseren Ländern in der Lage zu sagen, wir müssen sparen. Aber wie es heißt, wie können wir Neues produzieren, wenn wir ständig sparen müssen? Und das ist die Hauptfrage, die seit 2008 gestellt wird. Wir können nicht nicht sparen, wir können nicht Leute entlassen. Und zugleich braucht man eine Produktion, die erlaubt, dass man seine Schulden zurückzahlt. Wie macht man das? Ich möchte nicht Kanzler oder ich möchte nicht Präsident sein. Herr Schmidt, Sie wollten ergänzen. Ja, eine kleine Ergänzung. Ich glaube, der Fehler hat darin bestanden, als der Euro eingeführt wurde und die Währungsunion geschaffen wurde, aus Gründen, die damals die nachvollziehbar waren, aber sie waren nun mal so, schleifen gelassen wurde, das zweite Projekt, nämlich die politische Union. Und an dieser Geschichte reiben wir uns heute noch. Da liegen große Probleme. Ich sehe aber nicht, dass wir irgendwie die Geldlieferanten der Regierung sind. Ich glaube schon, dass die Regierung, auch die Bundesregierung versucht, verantwortlich mit dem Geld, was sie von dem Souverän überreicht bekommt, umzugehen. In Grenzen zumindest. Danke schön, Herr Schmidt. Es ist ja der gute Wille, den Sie jetzt betont haben. Ja. Ich glaube, die Runde vorher hat ja deutlich gemacht, Patentrezepte gibt es in der Situation nicht, sondern es ist halt immer auch der Versuch, der gelingen kann und der auch im Irrtum enden kann. Frank Knuth in Berlin. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich habe mal eine Frage, und zwar, ich bezweifle das so ein bisschen, wie frei war wirklich das Bundesverfassungsgericht, als es die Entscheidung getroffen hat? Es ist ja vorher schon immer durch die Medien gegangen, jeder, der was zu sagen hat in der Politik, national, aber auch in Europa, vom Europaparlament, hat immer ausgestrahlt, das wird schon schiefgehen, das wird schon klappen, das ist alles gesetzmäßig, was da abläuft, wir haben uns genau dran gehalten. Das heißt, es wurde von vornherein schon ein unheimlicher Druck auf das Gericht ausgeübt. Auch wenn Kritiker kamen, dann hieß es gleich immer, ja, das wäre ganz schlimm, wenn das nicht passieren würde, ESM, dann würde alles zusammenbrechen, man hätte keine Chance mehr. Man hat dem Gericht eigentlich, finde ich, überhaupt keine Alternative offen gelassen. Es wäre ja auch schon möglich gewesen, dass das Gericht vielleicht, wenn es wirklich frei entschieden hat. Möglicherweise war es auch frei, das weiß ich nicht. Aber allein zu wissen, dass dieser Druck da ist, macht vielleicht auch schon psychologisch ein bisschen unfrei. Und es wurde auch gar nicht irgendwie mal in der Öffentlichkeit oder von den Medien heraus berichtet, welche möglichen Alternativen, zum Beispiel andere Auslegung des ESMs, andere Bedingungen, Laufzeiten, was weiß ich, was man sich vielleicht auch alles ausdenken könnte von Fachleuten, die das studiert haben, Bescheid wissen. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Herr Knuth, ja, herzlichen Dank. Was glauben Sie denn selbst? Also es ist ja eine spannende Frage, sich so in den Kopf eines Richters reinzubegeben in der vergangenen Woche glaube, in dieser Situation. Ich glaube, dass es nicht frei war, weil nämlich doch von vornherein, sehen Sie mal, der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schmidt, hat gesagt, und Politiker vom Europäischen Parlament haben auch sich öffentlich gekündigt, dass das so eigentlich entschieden werden müsste, dass das alles okay ist. Politiker vom Europäischen Parlament haben gesagt, sogar die Richter oder gesagt, wie können andere Richter sich eigentlich, die hätten ja gar nicht so nach dem Motto, jetzt sage ich mal, übertreibe ich mal, die Ahnung, weil sie gar nicht im Europäischen Parlament sitzen, was da los ist, müssen über Sachen entscheiden, für die sie eigentlich nicht gewählt worden sind. Ich frage mich manchmal, ob die Leute, die da gewählt worden sind, überhaupt wissen, worüber sie entscheiden. Wenn Sie sagen, Sie glauben, die waren nicht frei, dann meinen Sie diesen öffentlichen Druck, diesen psychologischen Druck. Das ist, ja. Dankeschön, Herr Knuth. Ich weiß gar nicht, ob da am Tisch jemand antworten oder ergänzen möchte. Ich glaube, die Beschreibung ist klar. Frau Herrmann. Wenn Sie
Also ich glaube ehrlich gesagt, genau wie Sie, dass das Gericht nicht frei war. Unter anderem durch die schlichte Tatsache, dass wenn es den Rettungsschirm nicht durchgewunken hätte, ja, der ökonomische Schaden enorm gewesen wäre. Also wenn der Euro crasht, dann ist das allein für Deutschland ein Schaden von weit über 1 Billion Euro. Das will kein Gremium von 8 Leuten auf sich sitzen lassen. Das ist einfach sozusagen faktisch ein enormer Druck. Aber ich glaube auch, dass die Deutschen verstehen müssen, und das wäre jetzt sozusagen eine juristische Argumentation, dass politische Entscheidungen nicht durch ein Verfassungsgericht letztlich noch mal revidiert werden können. Und die Frage, wie man mit dem Euro umgeht, ist wirklich eine politische Entscheidung. Und das Verfassungsgericht hätte ja nur eingreifen können, wenn es hätte nachweisen können, dass der Bundestag nicht angemessen beteiligt wurde. Und genau das konnte es aber nicht nachweisen. Und ganz im Gegenteil, da waren zwei Drittel der Abgeordneten haben zugestimmt und 2 Drittel im Bundesrat auch. Also wie viel mehr Demokratie will man denn noch? Und der Bundestag war vertreten in Karlsruhe als Angreifer gegen die Klage oder als Verteidiger gegen die Klage. 1977 hat die beinahe Witwe von Martin Schleyer in Karlsruhe gesagt, man muss Helmut Schmidt, den Kanzler, verpflichten, ihren Mann freizumachen, indem er nachgibt, den Terroristen. Das Gericht hat damals geantwortet, das ist keine politische, das ist keine juristische Entscheidung, sondern eine politische. Wir haben nichts damit zu tun, in diesem Sinne. Eine politische Entscheidung. Jakob Simon in Krefeld. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Schön, dass Sie angerufen haben. Sie sind dran. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Herrmann. Vielleicht können wir die... Eine Frau Herrmann. Frau Herrmann war in der Runde. Bei so vielen Männern ist das kein Wunder. Also warum ist es so schwer zu akzeptieren, dass das Verfassungsgericht, also ist ja installiert in Deutschland, eine Obergrenze des Rettungsschirms festgelegt hat, was auch von der Mehrheit der Bürger ja für wichtig und vernünftig angesehen wird? Das Bundesverfassungsgericht hat keine Obergrenze festgelegt, sondern es hat gesagt, dass wenn man diese 190 Milliarden überschreitet, die im ESM-Vertrag vorgesehen sind, dass man dann wieder den Bundestag fragen muss. Das heißt, es hat keine sachlichen Aussagen gemacht, sondern sozusagen nur eine Frage geklärt zum Thema Verfahren. Faktisch ist es natürlich so, darauf hat Herr Schönborn ja auch schon ganz am Anfang bei seiner Eingangsmoderation hingewiesen, die Summen im Rettungsschirm, der darf ja im Augenblick 500 Milliarden Euro auszahlen insgesamt. 700. Nee, 700 Milliarden ist die Garantiesumme, 500 ist dann das, was tatsächlich fließen kann. Jedenfalls, diese Summen spielen deswegen gar keine Rolle mehr, weil es ja inzwischen die Europäische Zentralbank gibt, die unabhängig ist und unabhängig entschieden hat, dass sie Staatsanleihen aufkauft von bedrängten Ländern, wenn die wiederum einen Antrag beim ESM gestellt haben auf Rettung. Also das heißt, die Arbeitsteilung hat sich verschoben. Das Geld wird jetzt von der Europäischen Zentralbank kommen. Und nur noch die politische Kontrolle, ob diese Länder dann sozusagen die vereinbarten Kriterien erfüllen, wird noch beim ESM liegen. Ich glaube, dahinter steckt schon eine wichtige Frage der Akzeptanz in der Bevölkerung. Das ist denn richtig, die Hilfsbereitschaft oder das Gefühl, dass es nur vorangeht, wenn man andere Länder unterstützt, die ist ja da. Genau. Das merken wir ja in vielen Umfragen. Ja. Aber gleichzeitig ist die Sorge da, dass es dafür keine Grenze aber gibt. Aber deswegen wird es so wichtig, also das ist die Macht der Presse. Herr Draghi sagt in der Süddeutschen Zeitung, ich möchte gerne vom Bundestag eingeladen werden. Am nächsten Tag wird er vom Bundestag eingeladen. Und ich glaube, es ist sehr schön, dass der Präsident der Europäischen Zentralbank vor dem Bundestag aussagen kann, warum er diese Politik macht. Es ist im Moment umstritten, ob er vor dem Bundestag sprechen darf oder ob er das möglicherweise in Ausschüssen nur tun kann. Ja. Marburg ist unsere nächste Station. Klaus Walter, der Anrufer. Herr Walter, bitteschön. Ja, ich habe zwei kurze Fragen. Einmal an Herrn Nanzing. Was soll das Argument mit den 20%, als wenn nicht Holland vor Einführung des Euros genauso viel oder noch mehr nach Deutschland exportiert hätte? Und eine Frage an die ganze Runde. Wieso unterschlagen Sie bei dem Begriff Europa die 10 Euro-Länder, die nicht im Euro sind? Okay, Herr Nanzing. Diese 20%, ich habe da heute Morgen auch noch drüber nachgedacht, die sind ja sehr wichtig. Also das addiert sich letztendlich auf ungefähr 180 Milliarden Euro, wenn man auch die Investitionen im Ausland mitberechnet. Wenn die Niederlande jetzt den Euro verlassen würden, ist die Annahme, dass der Export sich weiterentwickeln wird, natürlich auch in die EU-Länder, aber dass die Investitionen rückgängig werden. Wenn Geert Wilders jetzt, der Ministerpräsident in Holland,
werden würde, der sagt, wir wollen austreten aus der EU, wir wollen den Euro einwechseln und wieder den Gulden haben, ist aber mein Eindruck, und ich kann den nicht bestätigen, weil ich das nicht untersucht habe, mein Eindruck ist aber, dass das Image von Holland dann sehr schnell den Bach runtergeht und dass viele Investitionen, die in Holland getätigt werden, rückgängig gemacht werden. Mhm. Danke, Herr Wansing. Herr Schmidt. Ja, ich finde nicht, dass die osteuropäischen Länder oder die 10 Länder, die nicht in der Währungsunion sind, unterschlagen worden sind. Wir hatten heute nun mal ein anderes Thema. Wir haben das Thema, wie geht es nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes jetzt weiter. Das war unsere Frage. Wir haben nicht das andere diskutiert. Natürlich ist das ein ganz großes Problem, dass die Krise, in die der Euro geraten ist, das können Sie am Beispiel Polen sehen, das ja sehr Euro beitrittswillig gewesen war, jetzt allmählich ein bisschen vorsichtiger wird. Das betrifft andere Länder aus. Das ist nun mal die Realität, mit der wir uns herumzuschlagen haben. Dann gehen wir zum Schluss noch mal nach Bremen zu Vera Herzog. Frau Herzog, guten Tag. Mit der Bitte um eine kurze, präzise Frage, sonst reicht es nicht mehr für die Antwort. Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage an die Runde. Ob Sie nicht meinen, dass das Bundesverfassungsgericht von den Medien zu sehr politisiert wird. Es kann nur entscheiden, wenn es angerufen wird, und es entscheidet nur auf der Grundlage der Verfassung. Wenn man will, dass es anders entscheidet, muss man die Verfassung ändern. Das ist aber wieder Sache der Gesetzgeber und der Politiker. Mhm. Also wird es nicht zu sehr politisiert von den Medien? Also ich glaube, eine Verfassung lässt sich auch ganz verschieden auslegen. Unterschätzen Sie nicht die Macht der Juristen, Texte so auszulegen und manchmal auch im Gegenteil. Da sind wir wieder, nicht? Bei den Juristen. Und der Frage des Rechtsbruchs, der Verbindlichkeit, die aber, ich erinnere mich noch mal an den ersten Anrufer zu Beginn der Sendung, natürlich auch bei vielen Menschen das Gefühl weckt, ja, so ist es. Uns ist immer was versprochen worden, die Verträge haben dies und jenes festgelegt und das ist ein Vertrauensproblem, wenn große Teile der Bevölkerung diesen Eindruck haben. Wir sind am Ende, nicht insgesamt, aber doch am Ende dieser Sendung. Und ich glaube, am Anfang einer Debatte, die wir weiterhin das nächste Jahr führen werden, über die politischen Veränderungen in Europa. Ich bin sehr dankbar, dass Sie uns Ihren Blick aus den Niederlanden und aus Frankreich heute mitgebracht haben. Überraschend für mich, so viel unterscheidet er sich gar nicht. Wir können doch aus erstaunlich ähnlichen Blickwinkeln über die Dinge reden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Lassen Sie es gut gehen.